Traditionspark, den habe ich schon lange irgendwie gut im Herzen gehabt, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, dass die verschiedenen Generationen beim MSV einfach zueinander kommen. Und ich finde, so ein Verein hat immer auch die soziale Verantwortung. Es ist auch immer so ein bisschen sozialer Klebstoff, wie man das so schön sagt. Und ich finde es einfach toll, wenn man heute sieht, wie die Opas den Enkeln erklären, wer Bernhard Dietz war, und die Enkel den Opas erklären, wer heute gerade aktiv ist. Und das ist das für mich, was in so einem Verein halt einfach wichtig ist, dass nicht nur die Ergebnisse zählen, sondern einfach, dass man sich Geschichten zu erzählen. Was macht das aus? Tradition brauchen wir, aber davon kannst du auch nicht mehr leben, weil heute ist ein ganz anderer Stellenwert hat. Ne? Aber durch diese Tradition ist der Verein ja eigentlich erst bekannt geworden. Das sollte man auch beibehalten. Aber heutzutage muss man halt diese Profimannschaften, da kannst du mit Tradition nicht mehr viel machen, sondern es ist eine andere Zeit geworden. Aber Vereine brauchen diese Tradition, um leben zu können. Geschichte. Wir sind in den letzten Zügen, draußen in der Arena laufen die letzten Versteigerungen und ich bin ganz optimistisch, wir werden ein super Ergebnis erzielen. Der Tag war insgesamt wundervoll. Wir hatten tolle Besucher, über 2000 an der Zahl, ein ganz hervorragendes Kuchenbuffet und nicht zu vergessen, auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag eingesammelt. Ein ganz, ganz tolles Ergebnis.